Was sind also Beispiele für Projekte? Zum Beispiel Einführung eines neuen Produktes. Ja, Neuprodukteinführung. Das ist ein Projekt. Hat einen klaren Anfang, hat ein klares Ende, ist einmalig. Dieses Produkt wird nur einmal eingeführt, ist eindeutig komplex. Ja, da sind produktionstechnische Aspekte zu beachten, dass das Produkt auch rechtzeitig zur Markteinführung fertig ist. Distributionspolitik ist zu beachten, dass es auch verfügbar ist und, und. Das ist eine hochgradig komplexe Sache, eine neue Produkteinführung, die langfristig geplant werden muss. Es ist eindeutig abteilungsübergreifend. Ja, Verwaltung ist beschäftigt, Marketing ist beschäftigt, Produktion ist beschäftigt, Finanzplanung ist beschäftigt. Ja, jeder betriebliche Bereich ist beschäftigt damit. Und es ist natürlich von grundlegender Bedeutung. Nehmen Sie einem Unternehmen die Produkte weg. Ja, was ist denn dann noch? Ja, also, das ist ein gutes Beispiel. Einführung eines neuen EDV-Systems, ja, SAP-Einführung. Können Sie auch die Bedingungen alle durchprüfen? Sehen Sie, dass auch das ein Projekt ist. Und auch das ist von grundlegender Bedeutung. Und natürlich abteilungsübergreifend. Ja, gerade SAP. Ja, also das sind zwei Beispiele. Weitere könnte man natürlich nennen hier.